hier zu einer neuen Folge von FIFA Mobile 21. Ich bewerte eure Teams. Wir haben heute die nächsten Teams am Start. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du auch dein Team bewertet haben möchtest, dann kommentier jetzt einfach mit deinem FIFA Mobile Namen, deinem Liga-Namen, falls du in einer Liga bist. Falls du in keiner Liga bist, kommentierst du, ich bin in keiner Liga. Und mit eurer Gesamtbewertung in FIFA Mobile derzeit. Kann natürlich sein, wenn du jetzt 190 kommentierst, dass du halt schon in 3 Tagen 191 hast. Dann ist es kein Problem. Kommentier mit deiner derzeitigen Gesamtbewertung. Ganz easy peasy. Heute die nächsten Teams dran. Vielen Dank für eure ganzen Einsendungen. Und wie gesagt, ich kann da, selbst wenn ich jeden Tag eine neue Folge rausbringen würde, ich hatte jetzt schon unter der Woche eine Folge rausgebracht von Ich bewerte eure Teams, selbst dann würde ich es, glaube ich, nicht schaffen, irgendwie alle Teams zu bewerten, die halt hier anfragen bei Ich bewerte eure Teams. Das ist halt einfach nicht möglich. Ich mache in jeder Folge so 6, 7, 8, 9, 10 Teams und das reicht dann aber auch für eine Folge. Und wie gesagt, wenn da 150 Mann kommentieren, jede Folge 150 Kommentare da sind, dann kann ich halt nicht ich kann halt nicht 150 Teams bewerten. Dann müsste ich ja gefühlt eine 3-Stunden-Version rausbringen, gefühlt. Wie gesagt, ich gebe mein Bestes und wir gehen heute rein. Let's go! Und der erste Name gefällt mir schon mal sehr gut. Das ist nicht der FC Kreditkarte, sondern FC Kredit. FC Kredit. Als ob ich ihn jetzt nicht finde. FC Kredit, German Outlaws. German, doch, da ist er. FC Kredit, German Outlaws, 171 kriegst du 3 Punkte. Hättest du 172, Kollege, hättest du 4 Punkte bekommen. Also ein Punkt macht hier viel aus. Morata, Maradona, Zidane, Bernardo Silva, Traoré, Hazard, Gaia, Thiago Silva, Ake, Arnold und Unai Simon. Ich finde, das Team ist gut. Jetzt aber nicht 5 Punkte wert. 3 wären auch zu wenig, deswegen gebe ich dir 4. Und 4 plus 3 sind 7. 7 von 10, ich denke mal, damit kann man ganz gut reinstarten in die neue Folge, oder? Ja, ich sehe schon, in welche Richtung das hier heute geht. Falco YouTube. Falco YouTube, FC Schwyz. Der FC Schwyz, 173. Der Kollege bekommt 4 Punkte. Und der Kollege spielt mit einer Fünferkette. Aber sieht ordentlich aus. De Bruyne im Sturm, da musst du mal kommentieren, wie du mit ihm klarkommst. De Bruyne ist für mich kein Stürmer. Aber er hat halt die Stürmerkarte hier am Start, deswegen kannst du gerne mal kommentieren, falls du das Video siehst. Mason Greenwood, wieso stellst du Greenwood nicht auf dem rechten Flügel, denn steht Greenwood wenigstens auf der richtigen Position. Maradona, Musiala stehen auch nicht auf der richtigen Position, Davis auch nicht, Arnold auch nicht. Das sind so kleine Mini-Dinger, die mich persönlich stören würden. Vielleicht stört es dich nicht, Falco, kann sein. Mich würde es stören. Also so ZOM geht noch im ZM, aber linker Flügel und so, rechtes Mittelfeld. Gebe ich dir aber trotzdem noch 4 Punkte. Ich finde, das Team ist gut. Ich gebe dir trotzdem noch 4 und 4 plus 4 sind 8. 8 von 10 für dich. So, nächstes Team. Ramtin BVB 66. Ramtin BVB 66. Mit dem 156er Team. Und somit kriegst du leider keine extra Punkte. Aber knapp gescheitert, hättest du 160, hättest du wenigstens einen bekommen. Thuram, Werner, Cavani, Ayu, Dahoud, Beckham, Digne, Brooks, Nacho, Cuadrado und Bravo. Gebe ich dir 3. Es ist ein gutes Team, aber jetzt halt nicht so wie die anderen, finde ich. Ist halt meiner Sicht, ne? Ist natürlich immer Geschmackssache. Auch mehr oder weniger. Ich gebe dir 3. Keine extra Punkte, das heißt, du landest bei 3 von 10. Aber ist jetzt nicht so verkehrt, finde ich. Oh, das könnte ein Name sein, der etwas schwieriger gefunden wird hier. Lennox. Lennox, 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 Lennox. Ja, habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass es diesen Namen ein paar Mal geben wird. Und der Lennox ist nicht dabei. Bitter. Bitter, 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 bitter. Der Moritz hat aber auch kommentiert. Moritz, ich habe es gesehen. Moritz, wo bist du? Moritz habe ich nämlich in meiner Freundschaftsliste, glaube ich, da ist er doch, FC Schalke 0, der Moritz mit dem 183er Team, Moritz auch schon, ja, vor Monaten, glaube ich, mal dabei gewesen, glaube ich, weiß gar nicht mehr wann, auf jeden Fall schon lange, lange her und er hat hier als Schalker die Legende Raul und das fühle ich ja mega mäßig, weil Raul, Schalker Legende, Overmars, Inaki Williams, Henderson, Zidane, Gerrard, Davis, Brooks, Van Dijk, Arnold, Neuer. Das Team ist sehr geil.
183 kriegst du 5 Punkte und 5 plus 5 sind 10. 10 von 10 für dich, die beste Bewertung für den Moritz hier. Ja, auch der Name wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Jerome, aus der Jerome 96 YouTube Army, da ist er. Moin Jerome, altes Haus. 179 kriegst du 5 Punkte für und der hat einen Shevchenko. Ich weiß noch, als kleiner Butschi, da habe ich FIFA 2008 gespielt. Damals hieß FIFA noch This is Football. This is Football 2006. Und da habe ich mit Shevchenko, glaube ich, eine Karriere mit Chelsea gemacht. Und da habe ich immer als kleiner Butschi gesungen, der Chef schafft es immer wieder. Das weiß ich bis heute noch. Shevchenko da für mich einfach absolut geil. Weil ich einfach Erinnerungen an damals habe, wenn ich Shevchenko sehe. Gabriel Jesus, Maradona, Hazard, Kanté, Traoré, Alaba, Cannavaro, Van Dijk, Arnold, Cech. Das ist auch ein sehr geiles Team. Ich gebe dir auch die 5 Punkte für. Komm, Jerome. Ich habe heute gute Laune. 5 Punkte für dich. Und 5 plus 5 sind 10. Auch 10 von 10. Für dein Teamchen. So, Argentos. Argentos. Hört sich an so, ne? Argentos, 160er Team, keine Liga. Argentos kriegt dafür einen extra Punkt. Aber ganz, ganz knapp. Oh, Fernando Torres. Also, wenn ich Fernando Torres sehe, sehe ich in Fernando Torres auch einfach so meine Kindheit, wisst ihr? Hört sich jetzt doof an, aber ist einfach wirklich so. Fernando Torres, boah, kriege ich Gänsehaut sogar. Kriege ich Gänsehaut, sage ich euch ganz ehrlich. Werner, Meunier. Okay, Meunier fühle ich jetzt nicht so auf dem rechten Mittelfeld. Dahoud, Minamino, El Neni, Benrahma, Hasebe, Endicker, Buchs und Buffon im Tor. Gebe ich dir 4 Punkte für. Und 4 plus 1 sind 5. 5 von 10 für dich und dein Team. So, der nächste ist der Beschu. Und ich glaube, wir müssten uns hier auf was ganz, 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 ganz Brutales einstellen. 206. Eagles. Top 100 Spieler. Kann das sein? Oder wieso leuchtet die 100 da? Van Basten Prime. Hullet Prime. Nedved Prime. Roberto Carlos Prime. Carlos Alberto Prime. Yashin Prime. Mahrez, Brooks, De Vrij, Llorente und Cristiano Ronaldo da vorne in der Box. Heidewitzka, Baschu, mein lieber Freund. Was erwartest du eigentlich? Dass ich dir hier 5 Punkte gebe? Das ist eine ganz klare 11 von 10 gefühlt. Also wenn ich den anderen Teams heute 10 von 10 gegeben habe, also da muss Moritz selber sagen, ne? Moritz, du hast 10 von 10 bekommen. Aber Moritz, da musst du ja selber sagen, dass dieses Team hier 11 von 10 Punkte wert wäre, oder? Aber natürlich auch 10 von 10 für dich. Die beste Bewertung hier, ganz klar. Also, klarer geht's eigentlich gar nicht. So, und der letzte Frechdachs für heute ist der Rowder aus der neuen Zockerbande. Und da ist er, 183. Also, wir beenden heute auch wieder mit 5 Extrapunkten hier. Und der Kollege hat auch ein wildes Team mit Aubameyang, Zidane, Eto'o. Also ich glaube, schneller geht der Sturm da nicht, oder? Basti Fantasti, Ndidi, Henderson, Roberto Carlos, Nesta, Tomori, Walker und Martinez im Tor. Für mich sind das auch 5 Punkte, weil das sind so geile Icons mit drin. Roberto Carlos, Eto'o, Schweinsteiger. Klar, so ein Martinez im Tor fühle ich jetzt nicht so ganz zu 100%, aber es wäre auch einfach bitter, wenn ich jetzt dem Kollegen hier, den Rowder, keine 5 Punkte geben würde. Deswegen gebe ich dir 5 und im Vergleich zu den anderen Teams, die ich heute auch 5 Punkte gegeben habe, wäre es halt einfach unfair, wenn ich dem Rowder jetzt 4 Punkte geben würde. Deswegen auch 5 und 5 plus 5 sind 10. 10 von 10 für dich. Vielen Dank für deine Einsendung und das war's für die heutige Folge von Ich bewerte eure Teams. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss!